Also gut. Sie haben mir einen richtigen Job gegeben. Und niemand ahnt, dass ich nicht der bin, für den ich mich ausgebe. Soweit, so gut. Und sobald Dr. Zara mir hilft, diese Infektionsanfälle loszuwerden, wird's mir noch besser gehen. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dying Light Part 2. Ja, knapp 3000 Likes können nicht lügen, deswegen noch eine Folge. Ich bin auch selber super gespannt, habe nicht weitergespielt. Hier ist jetzt einfach der Safe Point. Wir waren ja auf dem Dach, aber ich glaube, hier geht es jetzt einfach aufs Dach und wir sind jetzt wieder hier. Ne, wir waren gar nicht auf dem Dach, oder? Wir haben doch unser eigenes Versteck und so. Fahren Sie mit dem Aufzug ins Erdgeschoss. Ja, wir haben ja unser Versteck, ja, unsere Reisetasche. Da können wir uns rein verstecken und dann umziehen. Wir sind jetzt auch, glaube ich, Ach ja, genau. Ja, letzte Folge haben wir die Steuerung kennengelernt. Ja, das Spiel an sich so, wie die Situation ist. Man selber ist eine Special-Einheit, muss ja irgendeinen Terroristen fassen. Wurde dann allerdings infiziert und hat jetzt ein paar Troubles. Ist jetzt hier bei... Ich glaube, das sind hier sogar die Terroristen, wenn ich mich nicht irre. Die sich aber wahrscheinlich bald als gar nicht terroristisch herausstellen. Keine Ahnung, auf jeden Fall helfen die den Leuten hier und wir sind jetzt mitten in der Scheiße. So, Aufzug. Ja, ich möchte gern. Genau, ich wollte mal Inventar oder so. Gibt doch, ja, Inventar? Nee. I. Genau, man kann Sachen kombinieren, haben wir rausgefunden. Karte, Quest, Inventar. Ah ja, wir haben schon ein bisschen was eingesammelt. Gut. Ja, ach, gedrückt halten? Lol. Ach so. Ja, ich dachte, ich muss auf den Fahrstuhl warten. Also gut. Sie haben mir einen richtigen Job gegeben. Das hatten wir gerade schon. Ahnt, dass ich nicht ja. Soweit, so gut. Und sobald Dr. Zara mir hilft, diese Infektionsanfälle loszuwerden. Ja, ich habe den Ingame-Sound lauter gemacht. Ich hoffe, das passt jetzt. Das war in der letzten Folge sehr leise. Warum? Mein normales Aufnahmeprogramm geht hier nicht, DxTory. Da das Spiel einfach voll... Ja, ist ja übrigens eine Presseversion, ja? Also nicht mal so richtig Beta, sondern eine Presseversion. So zum Testen halt wirklich nur. Deswegen werde ich übrigens auch kein richtiges Let's Play hier draus machen. Weil einfach... Oh, hier geht's gleich weiter. Ich muss es kurz zu Ende führen. Weil einfach das Spiel noch nicht fertig ist. Und ich glaube, die Version hier auch an irgendeiner Stelle einfach aufhört. Bin mir aber nicht ganz sicher. Ja, ich habe den Sound lauter gemacht. Letztes Mal war ein bisschen leise, denn ich habe... Mein Aufnahmeprogramm geht nicht. Deswegen muss ich jetzt Fraps benutzen. Und da kann man nicht die Aufnahmen, die Soundspuren separat aufnehmen. Also mein Mikro und den Ingame-Sound. Weshalb ich das nicht im Nachhinein angleichen kann. Ich habe dann einfach im Hauptmenü die Sounds mit Testaufnahmen angeglichen. Das Problem ist nur, dass im Hauptmenü der Sound dreimal so laut ist. So, jetzt habe ich das aber alles toll gemacht, hoffe ich. Ich hoffe, es ist so gut. Wenn nicht, morgen kommt noch eine Folge, da wird es dann noch besser. So, jetzt erstmal hier weiter. Kampftagebuch. Was ist denn? Sprechen Sie mit dem Quartiermeister. Ah, Sie sind der neue Späher. Ich bin der neue Splasher. Genau, ich heiße Crane. Namen merke ich mir erst, wenn jemand eine Weile überlebt hat. Hier, das ist für Sie. Übrigens... Im Turm erzählen sie, dass sie bloß essen und Antizin schnorren wollen. Hey. Die Leute mögen sie nicht besonders. Nehmen sie es ihnen nicht übel. Das ist nur der übliche Lagerkoller. Und da auch noch die Funkverbindung mit der Außenwelt gestört ist, mangelt's hier nicht an Paranoia. Entweder die Stadt hilft sich selbst oder keiner tut's. Wenn sie mir oder Spike aber Sachen aus den GRI-Paketen bringen, ändern die Leute ganz schnell ihre Meinung. Das Zeug ist lebenswichtig. Danke, ich werde es mir merken. GRE? Sonst noch was? Hab's eilig. Also, wenn sie gemocht werden wollen, dann sollten sie sich nützlich machen. Wer den Leuten hilft, ist gleich beliebter. Vielleicht finden sie sogar eine Frau. Für die kalten Nächte. Hey, das ist hier, das gucken auch Kinderlein. Rostige Rohrzange. Der Quartiermeister versorgt sie täglich mit kostenlosen Gegenständen. Es lohnt sich, bei ihm vorbeizuschauen, wenn ihre Vorräte zur Neige gehen. Schaden 24, Haltbarkeit schade. Ja, aber es muss auch irgendwie in so einem Survival-Game. Dietrich haben wir einen? Medikette? Okay. GRE-Pakete müssen wir dem bringen, dann steigert sich unsere Beliebtheit. Ich wette, das ist auch noch so ein Wert, der dann irgendwie uns neue Sachen freischaltet.
Gehen Sie vor dem Aufbruch zum Quartiermeister, so das steigert die Überlebenschancen. Ja, nehmen. Nehmen, nehmen. Ach geil, man kann so vor jeder Mission hier hin, oder wie? Tischballen. Lassen Sie sich von Dr. Cere spritzen. Bäh. Wo war nochmal Inventar jetzt? I? Sehr schön. Wo ist denn jetzt ausgerüstet? Rohr? Aber wie hole ich da raus? Mein Rohr. Wie hole ich mein Rohr raus? Elevators. Wer bist du? Exit. Oh, hier geht's raus. Alles klar. Und den Doktor haben sie gleich beim Eingang. No entry. Use elevators. Moin! Du hast nochmal 3 Tage wart, du. Das spielt ja in irgendeinem arabischen Land, ne? Ich habe am Anfang das schon wieder vergessen. Ach, wir müssen hoch, ne? Müssen wir hoch? Wie kommen wir hier raus? Ach, hier lang? Boah, hier sieht man voll nichts. Ah ja, genau, hier von wegen Klettern, ne? Ich habe das ja immer mit Assassin's Creed verglichen. Aber... ist ja hier unten? Aber das ist eher so Mirror's Edge. Ne? Das habe ich allerdings nie gespielt. Wo war nochmal Taschenlampe? X, ne? Crazy. Okay, jetzt sind wir... Warum ist der Arzt hier unten? Nein! Der Arzt ist doch nicht draußen, oder? Alter, wo bin ich hier? Steht irgendwo, wie lange die Taschenlampe anhält? Ich glaube, die hält unendlich. Crazy. Was haben wir hier? Ich will echt unbedingt raus, aber ich will auch wirklich alle Sachen hier nochmal abchecken. Hier ist was kaputt. Okay, ab zum Arzt. Ja, möchte ich. Okay, Neuling, sei vorsichtig. Wir haben schon zu viele verloren. Jetzt bin ich, Alter. Alter, Leute, wir sind draußen. Jetzt geht's ab, Leute. Jetzt geht's ab. Woo. Okay, Neuer. Dr. Sarah ist in einem Anhänger auf einem umzäunten Spielplatz. Raus aus dem Turm, nach links und dann südwärts. Nicht zu übersehen. Die haben den Arzt nicht im Turm? Okay, okay, Crane, lauf einfach weiter. Du hast keine Zeit für Sightseeing. Was macht denn am meisten Schaden? Ich muss das kurz abchecken. 24, 4, 19. Das Tischbein ist am schlechtesten. Das ist das. Das zieht nur diese Viecher an. Okay, Leute. Wie kann ich die Waffe wegpacken? Oder habe ich immer eine draußen? Kann ich blocken? Nee, nur schlagen. Gut, dann auf ins Vergnügen, Freunde. Ne? Oh, jetzt hier direkt. Wow! Oh. Oh, Alter, da unten sind sie. Scheiße mit Reis. Okay, Leute. Wir müssen zu Dr. Cere. Schaffe ich es darüber? Hier drauf. Ah! Oh! Okay. Ich hab's. Hab ich sicher. Oh nein! Ja. So. Hier ist ein Kreuz. GRE ist, glaube ich, diese. Ich muss ja ein bisschen leiser machen. Alter, da ist einer. Ist er das? Ist diese Organisation, die hier Hilfspakete und so abschmeißt, glaube ich. Oh Gott. Ah, hier ist eine Sicherheitszone. Crazy. Hier ist sogar ein Wachmann. Oh, ein fetter Truck. Moin! So, wie komme ich? Muss ich hier hoch? Ich hoffe nur, dass diese vergammelten Säcke, Alter, der hat eine üble Machete! Junge, so eine willig! Ich stehe übelst bei so einem Spielen, stehe ich so gar nicht auf Schusswaffen, sondern eher auf richtig krasse Scheiße. Versteht ihr, was ich meine? Aufmachen! Drogendezernat! Doktor? Hallo? Ist jemand da? Händen? Sind Sie da? Verflixt. Warum haben die den Arzt nicht im Turm? Was? Nein, nein, ein Suppressivo. Es heißt Antizin. Unterdrückte Symptome. Setzen Sie. Wow, jetzt wissen wir endlich, was das ist. Antizin zögert das Ende hinaus. Besseres gibt's vom GIE nicht. Das nice. Ende? Es gibt keine Chance auf Heilung? Es ist eine Art Tollwut. Es gibt zurzeit kein Heilmittel. Aber ich habe Tests an Antizin und an infizierten Gewebe durchgeführt. Heilung ist möglich. Definitiv möglich. Echt jetzt? Sie könnten ein Heilmittel finden? Mit Dr. Camdens Hilfe, ja. Ich glaube schon. Ah, wo habe ich nur den Injektor?
Oh, er ist ein bisschen verwirrt, der Junge. Ein Kollege steckt in Sektor 0 fest. Also dort, wo der Ausbruch begann. Wir arbeiten über Funk zusammen. Wir kämen natürlich viel schneller voran, wenn die Verbindung besser wäre. Hey, ich hol den einfach raus. Die frühen Experimente Früchte getragen hätten. Ich habe rekombinierte Versionen des Virus in Fleischstücke injiziert und sie dann in der Stadt verteilt. Ich hoffte, die Infizierten würden sie finden und essen. Und dass ich dann die Ergebnisse dokumentieren könnte. Benutz meine Maus. Sie wollten sie nicht? Nein, alles für die Katz. Ich habe so viel Zeit darauf verschwendet. Es gibt auf jeden Fall keinen Grund mehr, Antizin in Reserve zu halten. Denke ich. Also, ich bin beschäftigt. Bitte gehen Sie jetzt. Die Mimiken sind auch gut, ey. Krass. Ach, guck mal, der malt da was Schönes auf dem Boden. Habt ihr gesehen? Sei schnell. Sei Rahim, still oder sei schnell? Sie hat mich untersucht und mir eine Spritze verpasst. Okay, toll. Warte dir erstmal über die Hose. Ich gewöhne mich gerade daran, dich rumzukommandieren. Zeit für einen Härtetest. Sprich mit Spike. Er ist bei Zaras LKW und hat den ersten richtigen Job für dich. Geil. Geil, geil, geil. Oh Junge, ich kann es kaum erwarten, ne, hier endlich loszulegen. Okay, Spike, ich komme. Ach, du bist unter mir, ne? Spike. Moin. Achso. Hier rein. Hallo, Spike. Hey, Spike. Ich bin Crane. Hey, moin. Toll. Noch so ein Ungelernter. Na gut, Klappe und zuhören. Es gibt zwei Arten von GRE-Paketen. Die einen mit Nahrung, Medizin, Überlebensausrüstung etc. Die anderen enthalten Antizin. Der GRE sendet eine Videobotschaft, wenn eine Lieferung unterwegs ist. Leider schnappen sich Rais Schläger immer wieder das abgeworfene Antizin. Rais? Und ohne Antizin sind wir völlig aufgeschmissen. Ach, Rais und seine Jungs sind nur tagsüber aktiv. Im Dunkeln macht man's da draußen ja auch nicht allzu lange. Die nächsten zwei Antizin-Pakete kommen heute Abend runter und Bracken will sie sich holen. Das könnte unsere einzige Chance sein, sie zu erreichen. Was soll ich tun? Wie gesagt, nachts loszuziehen ist quasi Selbstmord. Oder wäre es, wenn ich nicht seit Wochen Unterschlüpfe und Fallen vorbereitet hätte? Brackens Team wird's heute Nacht schaffen, wenn du da draußen die Fallen scharf machst. Das ist deine Aufgabe. Okay, was für Fallen sind das und wie macht man sie scharf? Ich werde die Anweisungen durchgeben. Nicht vergessen, ohne diese Fallen überlebt Bracken die Nacht nicht. Und wenn er kein Antizin mitbringt, sind wir verloren. Nimm dir ein paar Böller, bevor du losziehst. Selbst gebastelt. Sind eine gute Ablenkung, wenn du Ärger kriegen solltest. Rais, 0 und 9 halten, antippen und Waffen außer. Okay. Okay, meine Theorie, dass das hier die Terroristen sind, ist falsch. Rais ist der Terrorist, den man sich ja schnappen soll. Es gibt quasi zwei Fraktionen hier. So, wir müssen jetzt, genau, Fallen scharf machen. Oh, die Dame hat's raus. Wir sehen, ob ich das auch kann. Oh Gott. Alter, der kann übel balancieren. Okay. Ich muss echt noch rausfinden, wie krass man, was man sich alles... Wow! Geh weg, Junge! Oh! Suchen. Ih, Alter, grabbelt den voll an. Zigaretten! Nice. Kann man den jetzt... Ja, wie ist das jetzt mit... Alter, geil, eine Truhe. Stromkabel. Für mein Handy. Batterien. Wer fappt hier? Hier fappt irgendwer. Einfaches Rohr. Nice. Okay, also so 0 auf 15 Gegenstände, die 24... Irgendwer fappt hier! Alter, sind instant die Fliegen dran. Alter, dieses Game, Leute. Dieses Game. Was? Was machst du denn für... Boah, das ist noch eine Truhe. Was, 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 was? Boah, ich hab mich gerade erschrocken. Wer schreit hier rum? Lol, da ist wer runtergefallen. Warum sind die denn auf Gebäuden? Alkohol. Nice. Das ist perfekt. Und Chemikalien. Perfekt in einer Zombie-Apokalypse. Okay, wir sollten mal langsam los, wa? Wie komme ich denn gut runter? Oh Gott. Ach da, man kriegt auch Level für Akrobatik quasi.
Ich weiß halt nicht, wie weit man fallen kann, ohne sich alles zu brechen. Okay, das geht. Gut, dann machen wir uns jetzt mal langsam auf den Weg. Oh, guck mal. Hallo. Alter, der hält aus, der Junge. Boah. 10, 18 Dollar. Alter, wer schreit hier? Hier wird nicht geschrien. Also die Viecher können nicht klettern. Das ist mein Vorteil. Und das macht das Spiel auch, glaube ich, richtig krass aus. So, da geht's auf jeden Fall. Kann ich hier drüber balancieren? Oh, da kann ich rüber. Ich muss rüber, oder? Nee, muss ich nicht. Scheiße, die Viecher kommen immer näher. Okay. Ab durch die Mitte. Oh! Okay. Ja, ja, ja. Hoppa! Oh, guck mal, hier kann man übel runterspringen, wa? Crazy. Also man kann den Kämpfen echt übel krass ausweichen. So aus dem Weg gehen. Oh, ein Fahrrad. Gut, das Auto zuerst. Öffne die Haube und schließ die Batterie an. Das macht die Falle scharf. Okay. So. Ist da draußen jemand? Es ist ein Notfall. Och nö. Ich bin hier draußen fürs Bike unterwegs. Crane, richtig? Oh ja, ich kenne meinen Namen. Einer unserer Kuriere wollte einen Unterschlupf für Breckens Mission vorbereiten. Er ist auf einem Hof nahe Wefa und Mirma von Zombies umzingelt. Er braucht Hilfe. Okay. Okay. Klingt für einen Auftrag, klingt für einen Job für Crane. Wie ja überall die gleichen Busse rumstehen. Hoppa! Es wird gesprintet, Leute. Wo steht eigentlich meine Ausdauer? Oh, lol. Was? Hey, die fallen hier manchmal einfach runter. Moin. Oh. Ey, gib den Affen Zucker! So, Junge. Komm her, komm zu Papa. Wie gefällt dir das? Bam! So. Oh, da kommt noch einer. Okay. Die sind halt echt noch sehr low. Die sehen auch alle gleich aus. Aber wie gesagt, das ist halt... Oh, fuck, der hat mich geschlagen. Was fällt dir ein? Die Presseversion. Das heißt... Alter, kommt ja noch einer. Oh, shit, ey. Die hat mich nochmal getroffen. Hier ist ein Sofa. Ist das sexuell? Wo steht meine Lebensanzeige? Ach, da oben. Die regeneriert sich auch nicht, wa? Okay, dann sollte ich vielleicht erstmal noch kämpfen, ein bisschen aus dem Weg gehen. So, schaffe ich es darüber? Ja. Oh, guck mal, hier kann ich rein. Alter, Statue. Zombie-Figur. Nice. Gibt ja so... Oh, lala. So eine Art Achievements. Crazy. Okay, da gehe ich nicht raus. Da sind fette Zombies. Die Fetten sind die schlimmsten, ey. Oh Gott. Oh Gott. Okay, okay. Ja. Alter, es ist ja so geil. Wow. Oh. Moin. Meine Waffe ist ineffektiv. Dann nehme ich die. Hallo. Alter, der... Der steckt ein, ey. Dies. Wow, fuck! Oh, fuck. Ich. Wow, das war. Das hat Lärm gemacht. Alter, wie er die Ecken perfekt anfasst. So, erstmal begrabbeln, die Alte. Alter, ich bin hier gerade eingestürzt. Ich sollte verschwinden, glaube ich. Das hat auf jeden Fall schreien hier gerade ein paar ganz schön rum. Okay, man muss auch echt aufpassen, dass man nicht einkracht bei irgendwelchen Sachen. Das ist sexuell. So. Oh Gott. Schnell hoch. Nein. Nein. Hier, 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 hier. Alles gut, alles gut. Was? Der kommt hier hoch? Okay, weiter geht's, Leute. Oh Gott. Oh Gott, da sind einige.
Ach du Scheiße. Fuck. Lol, den habe ich K.O. gehauen. Den, den und den. Ich hoffe nur, die... Ich regeneriere halt echt kein Leben, ne? Das ist doof. So. Ich bin da. Und einige Infizierte ebenfalls. Sei vorsichtig, Crane. Ausdauer, Ausdauer, Ausdauer. Bleib unten. Oh, shit, ey. Ich mach wenig Schaden. So, die habe ich. Oh. Okay. Sector clear. Affirmative. Hallo? Ich wette, der ist schon ein Zombie. Aufmachen, Drogendezernat! Haben Sie Drogen dabei? Oh Mann, für den kommt jede Hilfe zu spät. Wow! Okay, erledigt. Böller. Du hattest keine Wahl. Alter, krass. Er war kein Mensch mehr. Schnell jetzt. Aber er konnte noch Hilfe sagen. Nur so ist es dort nachts auch wirklich sicher. Welches Licht? Das hier? Ah, hier. Oh, weiß ich, wie es geht? Ist ja klar. Bin ehemaliger Techniker für so einen krassen Scheiß. So. Ach, Mist. Ein Anruf. Meine Alte wieder. Was denn Mist? Begeben Sie sich auf das Dach des Gebäudes und kontaktieren Sie... Achso, ich habe keinen Empfang. Oh, ich höre Flaschen. Use WOS. Ist das Licht an? Fast. Einen Augenblick noch. Hä? Was ist denn jetzt los? Oh Gott, die haben mich gesehen. Wie komme ich denn hier... Ach, hier. Ja. Wo ist denn meine Ausdaueranzeige? Anscheinend hat der ordentlich Ausdauer, der Junge. Hoppa! Neue Wendigkeitsstufe. Fertigkeitspunkt erhalten. Hä? Und wo? Warte. Fertigkeiten. Sie haben Fertigkeitspunkte, die Sie auf die Fertigkeitsbäume verteilen können. Ja. Erhalten. Man muss ja immer alles halten. Überlebensrang, Wendigkeitsstufe, Kraftstufe. Guck mal, da haben wir einen. Der Rang Überleben, da verschafft Ihnen Zugang zu hilfreichen Fähigkeiten, Entwürfen und Hilfsmitteln. Um den Rang zu erhöhen, erfüllen Sie Quests, helfen anderen Überlebenden und nehmen an Herausforderungen teil. Je höher Ihr Rang ist, desto besser ist die Ausrüstung, die Ihnen in Geschäften angeboten werden. Aha. Also das, vorhin meinte ja auch der Inventarboy da, wenn wir Leuten helfen, das wahrscheinlich wird auch der Rang dafür beeinflusst. Kriegen wir bessere Sachen. Ach, halten, ey. Überlebensstarter-Kit. Lernen Sie, die fürs Überleben elementarsten Dinge herzustellen. Dietriche Böller, einfache Wurfsterne und Molotow-Cocktails. Okay. Ja. Man sieht aber noch nicht, was sonst hier. Okay. Gut. F6, F7. Kraftbaum ermöglicht es Ihnen, Gegner direkt zu stellen. Sie schlagen kraftvoll zu und leichenpflastern Ihren Weg. Mag ich. Um Ihre Kraftstufe zu erhöhen, stürzen Sie sich in Kämpfe, töten Ihre Gegner einfallsreich oder nutzen Fertigkeiten des Kraftbaums. Oh, Alter, gedrückt halten, ey. Warum denn gedrückt halten? Geil. Okay, darauf werde ich mich spezialisieren. So. Wendigkeitsbaum. Ermöglicht es Ihnen, Ihren Gegnern davonzulaufen. Nee, das ist gay eigentlich, aber macht ja auch Bock irgendwie. Fertigkeiten dieses Baums fügen normalerweise keinen Schaden zu. Ach so. Wegrennen fügt keinen Schaden zu. Um Ihre Wendigkeitsstufe zu erhöhen, können Sie klettern, springen oder andere Parkour-Aktionen ausführen. Oder Fertigkeiten des Wendigkeitsbaums nutzen. Gedrückt halten. Ausweichen. Weichen Sie Angriffen aus, indem Sie zur Seite oder nach hinten springen. Bewegen Sie sich in die jeweilige Richtung und drücken Sie zum Ausweichen Space. Jetzt bin ich gespannt. Okay, cool. Das ist auf jeden Fall nützlich. Sie haben gelernt, Böller herzustellen. Alter, was sind hier?
Alter, wie detailreich einfach diese ganze Welt ist. Ich gehe in irgendein Gebäude rein. Oh, fuck. Da kann ich hoch. Oh, nein. Ach, komm. Jawohl. Muss ich eine Leertaste gedrückt halten? Oh. Oh. So, jetzt bin ich auf dem Dach. Boah, Display schon voll geschrottet, ey. Train hier. Bericht. Okay, ich habe diesen Doktor getroffen, Wissenschaftler. Ach. In einer Art Laboranhänger. Ach so. Für den Virus. Er heißt Sierra. Hallo? Hören Sie mich? Positiv. Sekundärziel hinzugefügt. Kann ich auch normal reden? Seine Forschungsunterlagen sichern. Bestätigen. Die gestohlene Datei hat aber noch oberste Priorität, oder? Positiv. Ein einzelner Forscher, der in einem Anhänger arbeitet, wird kaum nennenswerte Resultate erzielen. Aber falls doch, wollen wir sie sehen. Ach, wir arbeiten für die GRE. Jade, okay. Fertig. Wir müssen noch mehr Unterschlüpfe vorbereiten. Wir haben schon ein paar geeignete Orte ausfindig gemacht. Spike markiert sie dir auf der Karte. Also, das ist der Turm, sieh mal. Danke. Bitte. Zurück zu dir, Spike. Jetzt zurück zum Wesentlichen. Mach die nächste Falle scharf. In der Nähe ist noch ein Auto. Okay. Oh, da brennt was. Alter, schaut euch das mal an, ey. Leute. Schaut euch das mal an. Junge, Junge. Okay, zusammengefasst. Wir sind von der GRE. Eine... Boah, ist schwierig. Also auf jeden Fall wurden wir von denen geschickt, um hier irgendeinen Terroristen, der Rice oder Race oder irgendwie so heißt. Der hat irgendwelche Dokumente, die wir schnappen sollen. Die Heilmittel betreffen und die aber noch nicht finalisiert sind. Und mit denen man ganz schön viel Scheiße jetzt bauen könnte. So, jetzt sind wir hier gelandet, wurden infiziert. Es gibt noch kein Heilmittel, nur Anticitin, das einen quasi über Wasser hält. Und hier sind halt so eine Boys, die sich selbstständig gemacht haben in diesem Turm. Da sind wir jetzt untergekommen und erfüllen jetzt erstmal Undercover Jobs für die. Aber wir sollen jetzt auch von der GRE den Terroristen finden und jetzt sekundär den Forscher, Arzt, wie auch immer, Seer oder wie der heißt, die Unterlagen stehlen. Boah, Alter, sind übel viel Zombies. Aber die bewegen sich halt gar nicht. Die stehen einfach nur rum. Ja, Leute. Ich würde sagen, das reicht erstmal wieder für heute. Morgen gibt es noch eine Folge. Ne? Warum nicht? Ich finde das Spiel überragend. Also wirklich. Vor allem, wenn man überlegt, dass das hier eine Presseversion ist. Wisst ihr, was das heißt? Das ist nicht mal so... Es ist einfach nur zum Anzocken gewisser Bereiche. Das Spiel ist noch lange nicht finalisiert. Ja, was heißt noch lange? Es ist schon im weiten... Ne? Fortschritt, Stand, aber da wird noch dran gemacht, so. Ja, morgen gibt es noch eine Folge, wie gesagt, ich hoffe, das kommt euch entgegen. Ich denke mal schon, weil ich glaube, ihr findet das Spiel auch so geil wie ich. Und ja, sehen uns dann morgen, haut rein, viel Spaß noch und tschüss.